Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Mass Effect 3. Ich bin auf der Citadel. Das erste Mal jetzt im dritten Teil hier auf der Citadel. Optik ist natürlich hier ein bisschen anders, ein bisschen andere Beleuchtung hat das Ding jetzt hier bekommen. Ein bisschen dunkler, so als sonst im zweiten Teil. Und wir können auch noch ein bisschen andere Orte besuchen. Citadel ja in jedem Teil von Mass Effect immer so ein bisschen anders. Auch die Bereiche und sowas. Aber da sehen wir die Normandy. Die schöne Normandy jetzt wieder mit der SR-2 und der blauen Allianz-Bemalung. Nicht mehr dieses Gelb-Schwarz noch dabei, wie es im zweiten Teil war, weil wir nicht mehr für Cerberus arbeiten. Wir können dann noch durch die Tür gehen, da geht's zurück zum Schiff. Hier ist nicht der Terminal. Wir haben auch hier wieder schön die Avina-KI, die immer noch so schlecht arbeitet wie im ersten Teil. Wird halt nicht geupdatet, ne? Die kriegt keine Updates. So, schön, dass ihr dabei seid und wir quatschen jetzt hier am Anfang mal mit der Reporterin. Mit Diana Ellers. Was geht hier vor? Commander, Sie habe ich gesucht. Diana Ellers, Allianz News Netzwerk. Wir könnten einander helfen. Ich nehme an, Sie wollen ein Interview. Noch besser. Ich bin Militärreporterin für die Show Battlespace. Wir werden auf fast allen Ratsplaneten gesehen. Meine Produzenten wollen, dass ich auf ein Menschenschiff gehe und ich will auf die Normandy. Warum sollte ich das wollen? Kriege können im Schneideraum gewonnen oder verloren werden. Und dieser Krieg muss gewonnen werden. Ich habe eine Sicherheitsfreigabe der Allianz und arbeite ohne Team. Sie bekommen ein Vetorecht gegen meine Berichte. Kommen Sie damit zurecht oder muss ich weitersuchen? Sie denkt natürlich in erster Linie an ihre Reporterkarriere und möchte natürlich deswegen auf die Normandy, weil sie die ganzen Geschichten über Shepard gehört hat und denkt sich, ey, da kriege ich die besten Stories her. Das wird mein Durchbruch. Aber naja, wir machen mal einen Versuch. Sagen Sie Ihren Produzenten, ich bin einverstanden. Mal sehen, wie es funktioniert. Melden Sie sich schnellstmöglich auf dem Schiff. Noch Fragen? Wie viel Platz bekomme ich? Eine Kiste voll. Zu Befehl, Commander. Für Sie immer noch, Sir. So, da haben wir sie jetzt dabei. Allianz Netzwerk News. Für Battlespace arbeitet sie. Diana Ellers. Kriegsvorposten erhalten. Dankeschön. Immer diese Keeper hier, ey. Was, wenn ich ja nicht jetzt hier stehe? Beschwert er sich dann, dass ich ihn von der Arbeit aufhalte und beißt mich? Oder wartet er einfach? Er ist sehr, sehr, sehr geduldig, ne? Stören Sie die Reaper, die Keeper nicht. Die Keeper, nicht Reaper. Jetzt gehe ich, jetzt geht er weiter. Okay. Gut. Mensch, Shepard, ey. Wie auch in diesem Licht hier. Meine Shepard sieht so blass im Gesicht aus. Aber kriegt er halt auch nie Farbe, ne? Die ganze Zeit nur im Weltraum unterwegs, in Raumschiffen und sonst wo, kein Urlaub. Kann man ja verstehen, dass sie so ein bisschen käsig aussieht. Gut, ich habe sie auch so erstellt, aber ich habe das Gefühl, es wird von Teil zu Teil noch ein wenig weißer. So, L1 drücken wir für die Karte, ne? Genau, hier war nämlich nichts mehr. Normandy Luftschleuse, das ist die Tür, Passagierlounge, da habe ich mit dir gesprochen, Aussichtsdeck, Sicherheitskontrollpunkt. Nö. Wir können weitergehen. So, zur Botschaft, dann soll ich ja mit Odina sprechen. Ich gehe aber erstmal ins Krankenhaus. Ich weiß gar nicht, ob das hier lange Ladezeiten hatte. Einen Moment, bitte. Es geht mit den Ladezeiten. Aber wie ihr das gewohnt seid, schneide ich die für euch sowieso wieder raus, die Ladezeiten. Die müsst ihr euch ja nicht angucken. So, da sehen wir die Citadel. Den Anblick kennen wir ja von da unten, also, ne? Sieht ja so ein... Ach, mal da unten, das sind die Bereiche für die Mark und so, ne? Da kann man auch noch dran rumlatschen. Könnte ich dann vielleicht in ein anderes Krankenhaus verlegt werden? Aber wir wollen ja nicht Ashley besuchen. Waffe doch kein Problem, oder? Was haben die hier? Und keine Menschen. Wo immer sie mich hinschicken, es sollte dort keine Menschen geben. Die Menschen sind unsere Verbündeten. Sie trauen ihnen nicht? Nein, darum geht es nicht. Wie sehen meine Augen aus? Welche Farbe haben sie gerade? Hä? Vielleicht sollten Sie mir einfach erzählen, was passiert ist. Welche Farbe haben Sie gerade? Ist die irgendwie infiziert? Die mag keine Menschen? Ihre Augenfarbe ändert sich? Wollen wir sie wirklich hier haben? Es kann gefährlich sein. So. Übrigens, Odina ist wieder Ratsherr jetzt hier in dem Teil,
weil Anderson, den war es irgendwann zu viel, sich mit dem Rat abzuquälen und da die Politik-Sachen machen. Er wollte unbedingt wieder zum Militär und ist deswegen jetzt auf der Erde auch wieder im Militäraufgaben angesiedelt und nicht mehr Ratsherr. Weil ich habe ihn ja gewählt eigentlich im ersten Teil. Aber hier im dritten ist es jetzt wieder Udina, der Blöde. Gut, das nochmal als kleine Info, falls ihr denkt, wieso? Du hast dich doch anders entschieden im ersten, aber so ist es halt. Dr. Michael, oh, guck mal, hier haben wir Dr. Shakwas, unsere alte Doktorin. Shepard, da sind Sie ja. Dr. Shakwas, Sie hier? Ich arbeite in einem Labor der Allianzforschung im Shelter-Bezirk, direkt unter Admiral Hackett. Ich hörte, Sie seien von der Erde entkommen und hätten einen Schwerverletzten. Ich kam so schnell ich konnte. Es ging gegen ein synthetisches Wesen von Cerberus. Ashley hat's schwer erwischt. Wie geht es ihr? Sehr gut, angesichts der Umstände. Lieutenant Commander Williams' Belastbarkeit und Dr. Michels Fähigkeiten sind beeindruckend. Ich wünschte, ich hätte auf dem Mars helfen können. Gut, dass sie hier auf jeden Fall in guten Händen ist, die Ashley, dass Shakwas hier dabei ist. Unsere alte Doktorin aus Teil 1 und 2 war sie auch am Schiff. Wir haben sie ja im zweiten Teil noch vor den Kollektoren retten können. Die haben wir rausgeschnitten aus der Kapsel und sie hat es ja geschafft. Wie geht's denn Ihnen so? Es ist 6 Monate her. Wie ist es Ihnen ergangen? Gut, ich hatte Glück. Nach der Beschlagnahme der Normandie wusste die Allianz nichts mehr mit mir anzufangen. Ich gehörte nie offiziell zu Cerberus und war von meinem vorherigen Posten ordnungsgemäß freigestellt worden. Sie haben also nichts falsch gemacht, als Sie mir gegen die Kollektoren geholfen haben. Richtig. Aber hätte man Sie als Kriegsverbrecherin verurteilt, wäre ich als Komplizin angeklagt worden. Tja, gut, dass wir uns anders entschieden haben und auch die Kollektorenbasis zerstört haben und so und dann nicht mehr weiterarbeiten mit Cerberus. Sie gehören auf die Normandy. Ihr Platz ist auf der Normandy, nicht in einem Labor. Ganz Ihrer Meinung. Ein Wort von Ihnen und ich bin dabei. Yay, willkommen an Bord. Die Normandy wäre ohne Sie nicht dieselbe, Doktor. Holen Sie Ihre Sachen. Andockbucht D24. Jawohl, Commander. Und danke. Danken Sie mir nicht so früh. Joker ist auch noch an Bord. Und er nimmt bestimmt seine Medikamente immer noch nicht richtig. Er wird sich freuen. Schusswaffen sind hier nicht erlaubt, aber vorne ein Bild. So, Dr. Karen Shakwas ist wieder dabei. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder einen guten Doktor dabei. Gut, dass ich sie im zweiten Teil noch gerettet habe. Was wäre die Normandy ohne Shakwas? Das wäre fast so wie Enterprise ohne Pille, oder? Ich werde gescannt. Oh mein Gott. Ich habe keine Schusswaffen und bin auch nicht ansteckend. Noch nicht. Also mit der Schusswaffe. Die kriege ich noch. Aber für ein Krankenhaus hier, ne? Ist halt eine mega Aussicht. Ist halt auch so ein Brückengebäude hier so länglich. Aber für die Erholung hast du halt mega geile Aussicht, ey. Außer wenn du hier, so wie er, so blöd im Flur rumliegen musst. Liegen bleiben, sonst kriegst du eine Schelle. So, ich weiß gar nicht, ob es hier noch was zum Scannen gibt, aber ich gehe einfach nochmal der Vollständigkeit halber in jeden Raum rein. Naja, wir müssen Ihnen die nächste Ladung Antibiotika verschreiben. Okay. Wegen meiner Entlassung? Ich habe schlechte Nachrichten. Oh. Der Trupp hat das Medigel zwar ordnungsgemäß verabreicht, aber die Wunde hatte sich bereits infiziert, als sie gefunden wurden. Es tut mir leid, aber wir müssen Ihr Bein unterhalb des Knies abnehmen. Autsch. Was? Aber ich verstehe nicht. Es tut nicht mal weh. Ja, weil es tot ist. Aber wenn wir die Schmerzmittel absetzen, Lieutenant. Das Bein ist abgestorben. Okay, er verliert sein Bein. Das ist natürlich ärgerlich. So, Ashley, die war hier drin. Da liegt sie. Und sie kann die Aussicht auf jeden Fall genießen. Sie sieht aber auch echt nicht gut aus. Und schläft noch. Es hat sie ziemlich erwischt, Williams. Ich war besorgt. Ich wollte nur mal nachsehen, wie es Ihnen so geht. Wir denken an Sie auf jeden Fall. Es tut trotzdem gut, Sie wiederzusehen, Ash. Sehr gut.
Ruhen Sie sich aus, okay? Wenn es Ihnen besser geht, reden wir über alles. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Okay, Ash. Gute Besserung. Wir sehen uns bald. Für die Beziehung zu Ashley, also ob sie jetzt noch auch loyal einem gegenübersteht und sowas, sind diese Besuche im Krankenhaus echt wichtig. Auch natürlich, dass wir jetzt hier eben wieder blaue Punkte für Vorbild bekommen haben. Sollte man immer mal bei ihr vorbeischauen, wenn man auf der Citadel ist, solange sie nicht wieder fit ist. Sie merkt sich das auf jeden Fall und dann geht es da auf jeden Fall besser. Vorräte benutzen. Kapazität kann ich ihn updaten und sowas, damit ich mehr tragen kann. Blumen, na, guck mal. Eine große, wohlriechende Blumenstrauß aus den Hydrokulturgärten der Citadel. Ich glaube, das war... Die kann ich, glaube ich, später auch noch zu Ashley bringen, ins Krankenhaus. Vielleicht hätte ich die vorher kaufen sollen, aber ich nehme sie nochmal mit, für später vielleicht. Medical Kapazität kann ich eigentlich auch machen, weil ich habe so viel Geld. Süßigkeiten? Ja, warum nicht? Was haben wir hier noch? Rumi in Gedenken, die Werke von Rumi, einen Poeten der Erde. Ich glaube, das sind alles so Geschenke für verschiedene Leute. Ich kaufe mal alles. Tränenlieder der Ebenen. Die sich den medizinischen Bedürfnissen aller intelligenten alles günstig. Und die Liebe fiel hin. Na, hoffentlich steht sie wieder auf. In der Mannigfaltigkeit, da liegt die Kraft. Gedichte von Alfred Tennyson. So. Warte mal, Gedichte von Alfred Tennyson. Hat nicht mal Ashley im ersten Teil solche Gedichte von den Tennyson vorgebracht? Im ersten Teil? Ich glaube, da war doch was. So lange ist das schon her, der erste Teil wieder. Aber jetzt kann ich halt nicht da rein. Ich muss halt später wiederkommen. Ich habe einfach alles gekauft. So. Bleibt im Inventar. Hoffentlich nimmt es keinen Inventarplatz weg. Willkommen, Commander Shepard. So, jetzt fahren wir aber zur Citadel-Botschaft, damit wir mit Udina sprechen können. Einen Moment, bitte. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Präsidium, da sind wir. Wie ihr das gewohnt seid von Teil 1 und 2, werde ich auch natürlich hier das in Ruhe durchspielen und auch viele, viele Gespräche führen und so. Geschichte ist alles, ne? Logbuch, Gruppen. Inventar habe ich ja gar nicht. Okay. Dann passt das noch. Zwei... Ne, habe ich nicht. Okay. Guck mal, zwei Volos. Wenn die sich zusammenrollen, kannst du mit denen Wasserball spielen. So, hier gibt es nachher auch noch auf jeden Fall ein paar Nebenquests auf jeden Fall hier in dem Bereich, das weiß ich noch. Tagebuch aktualisiert, proteanischer Obelisk. Achso, weil ich dem gerade zugehört habe, ne? Deswegen habe ich da Informationen gekriegt. Hier noch mit einem quatschen? Ab und zu hilft es auch schon, Leute zu belauschen, um Informationen zu erfahren. Ich suche meinen Sohn. Ah, hier, sie sucht ihren Sohn. Darüber haben wir doch bereits gesprochen. Ich habe Ihnen von seiner Mission erzählt und... Unsinn. Ich habe gerade die Formulare ausgefüllt. Er ist sehr verlässlich, wenn er im Einsatz ist. Mhm. Und meldet sich jede Woche. Aber jetzt habe ich schon lange nichts von ihm gehört. Einen ganzen Monat. Egal. Jedenfalls möchte ich einen Antrag auf Dringlichkeitskontakt einreichen. Ja, natürlich, Ma'am. Aber in seiner Akte steht, dass für ihn gar kein Kontaktverbot gilt. Oh, Sie haben bereits nachgesehen. Leicht sehr verwirrt. Freundlich, wirklich. Ich mache mir Sorgen. Es ist untypisch für ihn, dass er sich so lange nicht meldet. Sobald ich etwas Vielleicht ist er auch im Krieg schon verschwunden. So schlimm ist es gar nicht. Kolonienleben. It's not that bad. Kommt drauf an, wenn die Kolonie von Kollektoren angegriffen wird. Da so viele Kolonien damals hier angegriffen wurden, möchte jetzt wahrscheinlich kaum noch jemand in der Kolonie wohnen, oder? Aus Angst. Wir haben hier kein Komplott gegen die Menschen, Miss Al-Jilani. Al-Jilani. Im Moment einfach keine Interviews.
Sie, Sicherheit und der Rat verweigern meinen Zuschauern den Zugang. Das hat Folgen. Ich habe auch keine Lust, zwischen Paparazzi und Politikern den Torwächter zu spielen, Lady. Ich bin nicht deren Babysitter und ich halte nicht ihr Händchen. Ich werde da draußen zelten, bis ich vorgelassen werde. Schön. Haben Sie einen Schlafsack dabei? Die ist auch noch auf der Citadel unterwegs. Journalistin. Commander Shepard. Ja. Commander, die Menschheit hat Fragen. Aha. Scheiß Presse. Sie waren also den Frieden. Ja, ich fühle mich wie ein besserer Türsteher. Für die meisten wäre das ein Aufstieg. Eingepfercht mit all diesen Stockfischen? Ich wäre lieber wieder auf der Straße. Mehr Geld ist ja gut und schön, aber Politik liegt mir nun mal nicht. Gut, dass wir Al-Gilani als Reporterin nicht mit auf die Normandy genommen haben. Ne, da haben wir die andere auf jeden Fall lieber dabei. So, warum haben Sie eigentlich den Job angenommen? Wenn das so ist, warum haben Sie dann angenommen? Man weist Ratsherr Udina nicht zurück. Sie vielleicht, aber ich muss hier leben. Ich weiß, Frechheit siegt, aber ich habe mich überhaupt nicht um eine Beförderung bemüht. Keine Ahnung, warum er mich wollte. Und Politiker sind mir sowieso suspekt. Es ist aber auch schon dieser Unterschied zwischen Teil 1 bis jetzt zum Teil 3, wie sich auch die Grafik verbessert hat. Und ich finde es auch heute immer noch ein schönes Spiel hier. 2012 kam übrigens Mass Effect 3 raus. So, bleiben Sie dran, Sie machen Ihren Job gut. Bleiben Sie kritisch. Könnte hilfreich sein. Ich mache mir gern wieder die Finger schmutzig. Das mit der Erde ist furchtbar. Finde ich auch. Ich war ewig nicht dort. Vielleicht war's das. Wenn das nicht das Ende ist, sind wir zumindest nah dran. Tja, sind wir das nicht immer? 2 Punkte vorbildlich erhalten. Ist das hier nicht ein KI-Raum oder sowas gewesen? Ah ne, das ist der Schießplatz, ne? Hier konnte man noch Spectre-Terminal an. Bin ich noch Spectre, also registriert? Willkommen, Informationen über die Quarianische Flotte. Willkommen in Spectre-Informationsverarbeitungszentrum. Dieses Terminal bietet sicheren Zugriff auf Informationen und Unterstützung bei der Autorisierung von Geheimoperationen. Die quarianische Pilgerin Jen Volan Nanema auf der Citadel erhielt eine größere Geldanweisung von der Flotte. Jen Volan kaufte dafür Tech bei mehreren Schiffsbedarfshändlern, darunter Gestelle für Hochleistungswaffen. Okay, die rüsten also auch auf, die Quarianer, damit sie ihre Flotte ein bisschen besser schützen können. Ich meine, die Menschen und die ganzen anderen Rassen haben ja immer noch einen Heimatplaneten. Die Quarianer nicht, die leben auf Schiffen. Und wenn da die Reaper angreifen, ist es schwierig, das zu verteidigen. So, ja, guck mal, hier sind doch die Spectre-Waffen. Ist ja gar nicht teuer, ne? Und das hier war der Schießplatz, oder? Schießanlage betreten? Nein, 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 das will ich jetzt nicht. Aber beim Spectre-Terminal könnte man hin und wieder auch nochmal vorbeischauen, wenn man auf der Citadel ist. Für verschiedene Missionen noch. Was haben wir hier? Hallo? Commander! Ja? Ratsherr Udina sagte schon, dass Sie kommen. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Der Rat tagt bereits. Okay, es war der richtige Raum. Wir gehen jetzt zum Rat. Schönes Bild von der Citadel. Wir haben unsere eigenen Probleme. Es gibt nicht nur die Erde. Aber die Erde war der erste überfallene Ratsplanet und trägt die Hauptlast des Angriffs. Laut Ihren Berichten. Die Berichte stimmen. Die Erde wurde angegriffen von den Reapern. Und das ist erst der Anfang. Wir brauchen Ihre Hilfe. Alles, was geht. Die Situation ist für uns alle ähnlich. Die Reaper stehen bereits vor unseren Grenzen. Wenn wir ihnen und der Erde helfen, fallen unsere eigenen Welten. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Wir sollen ihnen also zur Erde folgen? Glauben Sie denn wirklich, dass wir mit vereinten Flotten die Reaper besiegen können? Ich erwarte nicht, dass Sie mir ohne einen Plan folgen.
Ratsmitglieder, wir haben diesen Plan, einen Bauplan von den Proteanern aus ihrem Krieg gegen die Reaper. Wofür ein Bauplan? Wir analysieren ihn noch. Aber es scheint eine Art Waffe zu sein. Fähig zur Zerstörung der Reaper? Es sieht so aus. Die Ausmaße sind... wäre ein gewaltiges Unterfangen. Nein, ich habe die Pläne Admiral Hackett geschickt. Die verbliebene Flotte der Menschen sammelt bereits Ressourcen für den Baubeginn. Ersten Kalkulationen zufolge ist der Bau durchaus machbar. Wenn wir zusammenarbeiten. Aber die Reaper haben die Proteaner doch vernichtet. Was hat ihnen die Waffe also genutzt? Sie war nicht fertig. Eine Komponente fehlte. Hier, etwas, das nur als Katalysator bezeichnet wird. Sie hatten einfach nicht genug Zeit, um den Bau zu vollenden. Und damit können die Reaper besiegt werden? Naja, das wissen wir nicht. Wir können es halt versuchen. Entweder wir versuchen, was klappen könnte, oder wir machen halt gar nichts und werden ausgelöscht, ne? Die Proteaner hätten es fast geschafft. Und dann, ja, war es zu spät. Wir wollen es versuchen. Liara hält es für möglich und ich auch. Und trotz meiner Probleme mit Udina muss ich ihm recht geben. Wir müssen zusammenhalten, jetzt mehr als je zuvor. Die Reaper werden jedes organische Wesen der ganzen Galaxie vernichten, wenn wir keinen Weg finden, um sie aufzuhalten. Es ist doch so. Immerhin können wir uns noch vorbereiten, solange die Reaper sich auf die Erde konzentrieren. Wir halten einen Gipfel unserer Spezies ab. Wenn wir unsere eigenen Grenzen sichern können, erwägen wir, ihnen erneut zu helfen. Tut mir leid, Commander. Mehr können wir nicht tun. Dieser Rat, ey. Shepard, immer das kommen Gleiche. Sie in mein Büro. Ja, da war ich eben schon. Hoffentlich ist das ein Hilfsangebot. Ich finde über das Proteanergerät raus, so viel ich kann. Tja. Solange sich die Reaper auf die Erde konzentrieren, sollen sie euch abschlachten. Wir bereiten uns soweit gleich für uns vor. Das ist ein Haufen selbstsüchtiger Esel, Shepard. Wir haben zwar einen Sitz im Rat, aber die Menschheit wird immer nur zweite Klasse sein. Wie können sie so blind sein? Sie haben Angst und kümmern sich nur um sich selbst. Unser ganzes Volk hat Angst. Und wir passen auf, so gut es geht. Ratsherr! Ich kann Ihnen zwar nicht geben, was Sie brauchen, Commander, aber ich weiß, wie Sie es kriegen. Ich höre. Primarch Fedorian wollte den Gipfel, aber als die Reaper Pelevin angriffen, riss der Kontakt. Das Treffen geht ohne ihn nicht weiter. Die Normandy ist eins der Schiffe, die den Primarch unentdeckt rausholen können. Der Kontakt ist abgerissen, da hat er irgendwie den letzten Satz verschluckt. Der Kontakt ist auch abgebrochen und jetzt ist der Primarch auf Pelevin. Okay. Ich sehe nicht, wie mir das weiterhelfen sollte. Bisher weiß ich nur, wie ich Ihnen helfen kann. Das sieht nur so aus. Aber die Teilnehmer dieses Gipfels entscheiden über unsere Zukunft. Wo unsere Flotten eingesetzt werden und gegen wen. Ein dankbarer Primarch wäre eine große Hilfe bei dem Versuch, uns zu einen. Wir sind im Krieg. Und ich soll Politikerin spielen? Ist doch egal, wenn sie kriegen, was sie wollen. Angeblich wurde der Primarch in eine Basis auf dem größten Mond von Pelevin gebracht. Mehr kann ich nicht tun. Der Rest liegt bei ihnen. Da wäre noch etwas. Ich soll Ihnen im Namen des Rats mitteilen, wir halten Ihren Spectre-Status aufrecht. Und Sie werden auch diverse Ressourcen erhalten. Guten Tag. Lief ja großartig. Es ist ein Anfang. Ich rede bis dahin mit den anderen über eine Unterstützung des Gipfels, damit etwas vorangeht. Danke. Okay, wir bleiben also noch Spectre. Guck mal, wie das Licht hier reinscheint oder dieser Lichtschein hier so. Die Strahlen durchs Fenster brechen. Hat so ein bisschen was von Blade Runner Optik. So, das ist also Udinas Büro hier, mit fetten Ausblick, fetten Balkon. Okay. Gut, dann gehen wir mal wieder. Haben wir hinten noch irgendwas? Nö. Schauen wir mal ins Logbuch.
So, wir haben hier auch noch hier ein Würgeschlund, proteanischer Obelisk. Das haben wir aus dem Gespräch erfahren. Ein Volos-Diplomat benötigt einen proteanischen Obelisken. Beschaffen Sie ihn aus dem Würgeschlund und bringen Sie ihn zu ihm in die Citadel-Botschaft. Hier müssen wir also irgendwas finden. Ich weiß gar nicht, das könnte man auch finden, indem man einen Planet einfach abscannt im Würgeschlund. Weiß ich gar nicht mehr, wie das so war. Und hier Pelevan. Primarch Fedorian von der Torianischen Hierarchie hat einen Kriegsgipfel einberufen, der eine Gelegenheit für die Allianz darstellt, um Hilfe beim Bau des Tigels zu bitten. Der Tigel, das ist die große Waffe, die wir bauen wollen. Leider ist Fedorian in den Reaper-Angriff auf Pelevan geraten. Retten Sie den Torianischen Primarchen vom Mond von Pelevan. Also auch die Torianer werden schon angegriffen und sind da in Verteidigung mit den gegen die Reaper. Wir müssen jetzt also wirklich auch da zum Kriegsgebiet hin. Ich glaube, alle anderen Bereiche waren ja auch gar nicht mehr hier. Khalisa Al-Gilani ist im Botschafterbüro. Da vorne. James, mit dem kann ich hier reden. Ratio und Dina war ich. Commander Bailey, mit dem habe ich auch gesprochen. Und sonst gibt es ja hier auch nur die Krankenstation. Und die Anbruchbucht. Mehr haben wir da auf der Citadel gerade nicht offen. Kein Markt oder so, noch nicht. Wo steht denn hier James rum? Ach, da vorne. Jetzt sehe ich ihn. Und wo ist Al-Gilani? Ah, hier. Commander, die hat immer Shepard. Ihre Cam Commander, dabei. Die Leute von der Allianz haben Fragen. Ja? Commander Shepard. Hallo? Khalisa bin Sinan Al-Gilani. Ich weiß. Ist es wahr, dass Sie beim Angriff der Reaper auf der Erde waren? Ja. Warum sind Sie geflohen, während Millionen auf der Erde sterben? Ist das alles, was wir von der Allianz erwarten können? Wir könnten wieder umhauen. Das war wieder das Zeit zum Umhauen. Ich will Hilfe für die Erde holen. Für alle. Und was ist mit all jenen, die leiden müssen, während Sie mit dem Rat Politik spielen? Wie können Sie hier stehen, während unsere Familien sterben? Was werden... Khalisa, wir tun alles, was wir können. Bevor die Feeds ausfielen, es gab so viele Tote. Ich halte die Reaper auf oder sterbe dabei. Aber ich brauche Ihre Hilfe. Stellen Sie weiter unbequeme Fragen. Der Rat darf die Erde nicht vergessen. Mache ich. Danke, Commander. Jetzt können wir Al-Gilani sogar benutzen. Wir waren nicht immer auf Augenhöhe. Aber zum Glück sind Sie auf unserer Seite. Mhm. Kann sie den Rat noch ein bisschen Druck machen hier und Nachrichten verbreiten über die Erde. So, war doch hilfreich. James! Hey, Commander. Liara sagt, der Rat sei nicht daran interessiert, uns zu helfen. Sowas in der Art. Warum sollten sie auch? Sehen Sie sich um. Hier gibt es keinen Krieg. Die Leute flüstern darüber, reden darüber, aber sie glauben es nicht wirklich. Gefällt's Ihnen nicht? Ich nehme an, Sie sind zum ersten Mal hier, bei der Elite der Galaxie. Ich war schon auf der Citadel, aber noch nie hier oben auf dem Präsidium. Es ist nicht richtig. Hübsch, ruhig und friedlich. Aber nicht richtig. Es ist alles nur eine Illusion. Es war friedlich. Früher. Wirklich? Und wenn's eng wird, ziehen sie sich zurück wie die Schildkröten. Und hoffen, dass es sie nicht trifft. Das ist ihnen lieber, als sich der Wahrheit zu stellen. Ja, es ist halt schwer zu glauben. Ich kann es ja selbst kaum glauben. Als wäre das auf der Erde alles nur ein Albtraum. Ja. Und genau das ist das Schlimmste. Dieser Ort will, dass wir vergessen. Wollen Sie immer noch zurück zur Erde? Ja, verdammt, aber... Aber? Sie hatten recht. Genau wie Anderson. Allein schaffen wir es nicht. Außerdem ist es schon schwer genug, diese Pendejo-Politiker zu überreden, damit sie uns helfen. Und ich zieh's durch, was es auch kostet. Freut mich zu hören. Ich gehe runter in die unteren Ebenen. Da findet noch echtes Leben statt. Wenn Sie mal frei haben, können Sie mich ja besuchen. Vielleicht mache ich das. Ja, aber noch ist der Bereich nicht für uns offen. Gut, haben wir wieder zwei Vorbildpunkte bekommen. Alles klar, Leute, ich mache mich auf den Weg zur Normandy, denn wir müssen hier die Citadel schon wieder verlassen, nach Pelevan aufbrechen
Und dort, ja, werden wir ein weiteres Kriegsgebiet betreten, weil auch die Turianer jetzt schon wieder angegriffen werden. Oder jetzt schon wieder, jetzt auch angegriffen werden von den Reapern. Gut, damit geht es in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen, hier heute die Citadel ein wenig zu erkunden. Jetzt hier im dritten Teil. Und ja, morgen gibt es dann wieder Action. Also, vielen Dank und lasst einen Daumen nach oben da. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.